Einführung in die Gesundheitswissenschaften. Weiter geht es mit Definitionen von Gesundheit und Krankheit und dem füge ich hinzu Klassifikationssysteme von Krankheiten und Behinderungen. Gesundheit und Krankheit, wie sind sie zu definieren? Was für Zugänge gibt es? Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre berühmte Definition im Jahr 1946 gefunden. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das ist eine sehr weitgehende Definition, die bemerkenswert ist und wo darauf hingewiesen muss. Im Zentrum steht das Wohlbefinden, ein Zustand von Wohlbefinden. Und Wohlbefinden ist etwas Subjektives. Also es geht hier bei Gesundheit nicht um einen objektiv feststellbaren Zustand, sondern um einen subjektiven Zustand, der noch dazu vollständig sein soll. Das Wohlbefinden soll vollständig sein. Es soll sich auf den Körper beziehen, die Seele und die sozialen Umstände. Diese Definition ist vielfach kritisiert worden. Ich denke, sie ist dann kritisierbar, wenn man sie als dichotom auffasst, also dass entweder Gesundheit vorhanden ist oder nicht. Aber das wäre meines Erachtens ein grobes Missverständnis, denn Wohlbefinden kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Und vollständig ausgeprägt, das Wohlbefinden körperlich, seelisch und sozial, das mag ein Idealzustand sein, der kaum jemals erreichbar ist. Aber das mindert nicht den Wert, den Stellenwert dieser Definition meines Erachtens. Also Gesundheit wird aufgefasst von der Weltgesundheitsorganisation als ein Zustand, der subjektiv beurteilbar ist und der kontinuierlich ausgeprägt ist, also mehr oder weniger stark vorhanden ist. Ein Idealzustand, eine Utopie. Und in jedem Fall, das halte ich für besonders wichtig festzustellen, es ist keine medizinische Definition von Gesundheit und letztlich ist Gesundheit ja auch kein medizinischer Zustand, sondern die Medizin kümmert sich aus guten Gründen um Krankheit. Völlig klar ist, dass eine solche Definition für Gesundheitssysteme und für Krankheit, für die Behandlung von Krankheit nicht brauchbar ist, auf keine Weise brauchbar, weil es geht in der Gesundheitsversorgung um Ansprüche auf gesundheitliche Versorgung bzw. auf die Behandlung von Krankheiten. Und hier braucht man etwas Handhabbares. Und das Bundessozialgericht hat Krankheit hier definiert als einen regelwidrigen Körper- oder Geisteszustand, der ärztliche Behandlung notwendig macht. Eine recht allgemeine Definition, die im Gutachten des Sachverständigenrates Gesundheit im Jahr 2001 ausgeführt wurde, erklärt wurde. Es geht um Behandlungsbedürftigkeit. Das steht im Zentrum der Definition. Es geht um körperliche oder seelische Störungen und die ärztliche Behandlung mit vier Zielen: Heilung, Besserung, Verhütung der Verschlimmerung, Linderung der Krankheitsbeschwerden. Das sind vier weitgehende Ziele und jeder Mensch, der krank ist, hat damit letztlich Anrecht auf ärztliche Behandlung, weil eines dieser vier Ziele ist immer erreichbar, beziehungsweise in diesem Sinne ist immer behandelbar. Die Frage, was normal ist, mag banal klingen und das, was nicht normal ist, ist dann eben pathologisch und krank. Aber in der Wirklichkeit ist das eine Frage, die sehr schwierig sein kann und die insbesondere auch eine Menge mit Werturteilen zu tun hat, zum Teil auch mit subjektiven oder auch sozialen Bewertungen, mit kulturellen Sichtweisen. Das soll hier ein bisschen deutlicher werden. Eine Möglichkeit, Normalität zu definieren, ist mathematischer Natur. Viele biologische Parameter wie Blutdruck oder Körpergröße verteilen sich normal im Sinne einer gaußschen Glocke. Und hier kann man einfach berechnen, was sozusagen häufig ist und das, was selten ist, und kann das, was als selten ist, als nicht normal bezeichnen. Und da ist der übliche Maßstab,
die Standardabweichung, die Werte, die mehr als zwei Standardabweichungen außerhalb des Mittelwertes bzw. entfernt vom Mittelwert liegen, kann man als nicht normal bezeichnen. Das bedeutet, dass links und rechts der Kurve jeweils 2,5% nicht normal sind. Inwieweit das dann krankhaft bedeutet, ist eine andere Sache. Man kann normal auch bezeichnen als einen Wert, der bis zu einem Schwellenwert geht, von dem an die Steigerung für das Risiko einer Erkrankung eintritt. Das wäre beim systolischen Blutdruckwert, also dem oberen Blutdruckwert, der Wert 115 mm Quecksilbersäure. Die allermeisten Menschen liegen oberhalb dieses Wertes, sodass normal gerade mal für eine kleine Minderheit zutreffen würde. Aber hier muss man bedenken, dass nicht alleine die Steigerung des Risikos von Bedeutung ist, sondern wenn man dann etwas unternimmt, wenn man behandelt, wenn man den Wert senkt, hat das auch einen Nutzen für den Patienten. Und das steckt in der nächsten Sichtweise von normal und pathologisch drin. Messwert im Sinne eines Schwellenwertes, der Nutzen einer Behandlung überwiegt den Schaden. Und das wäre bei einem systolischen Blutdruckwert von 115 ganz sicher nicht der Fall. Eine weitere Sichtweise von normal, nicht normal ist das, was politisch, kulturell, sozial erwünscht ist, nicht erwünscht ist. Homosexualität war lange Zeit als Krankheit definiert. Es ist aus den Katalogen verschwunden in den 1980er, 1990er Jahren. Aber es ist ein Hinweis dafür, dass dies durchaus beitragen kann oder gesehen werden kann als krank, nicht krank und beziehungsweise das sozial erwünschtes, unerwünschtes in die Kategorie krank, nicht krank gebracht werden kann. Hier sehen Sie ein Beispiel für die Normalverteilung eines biologischen Wertes, die Körpergröße der Bundesbürgerinnen. Sie sehen rechts die Männer, links die Frauen und dies ist die typische Form einer gaußschen Glocke. Was hier wiederum als normal, nicht normal aufgefasst wird, Sie erkennen vielleicht, das ist willkürlich und insbesondere wenn Körpergröße oder Körperkleine, wenn man das so nennen will, oder kleine Körpergröße, wenn das nicht in Verbindung steht mit Stoffwechselveränderungen, die man als krankhaft auffassen kann, dann ist hier schwer, das Nicht-Normale im Sinne der gaußschen Glocke als krankhaft zu bezeichnen. Hier sehen Sie die gaußsche Glocke, die einmal auf dem 10-Mark-Schein zu finden war, den viele von Ihnen gar nicht mehr kennengelernt haben. Ein kleiner Hinweis hier schon, wo man die Grenze setzt von normal, nicht normal bzw. behandlungsbedürftig, nicht behandlungsbedürftig, macht einen ganz großen Unterschied. Sie sehen hier die Folge davon, dass der Grenzwert für die Behandlungsbedürftigkeit eines erhöhten Cholesterinspiegels von 240 Milligramm pro Deziliter herabgesetzt wurde auf 200. Und dies bedeutet einen Zuwachs an neuen Patienten. Das entspricht der gekennzeichneten Fläche unter der Kurve und das sind einfach sehr viel. Also hier gibt es mehrere Beispiele, das mit einem Federstrich und der Neueinführung der Absenkung, in dem Fall von den Grenzen für Behandlungsbedürftigkeit, Millionen oder auch zig Millionen von Menschen schlagartig behandlungsbedürftig wurden. Die Psychiatrie ist ein Bereich, in dem es auch um normal geht und nicht normal. Das ist ein sehr sensibler Bereich, denn psychiatrische Diagnosen sind anderer Natur als somatische, als körperliche Diagnosen. Diese Definition von Wittjen und Hoyer aus ihrem Lehrbuch aus dem Jahr 2011 ist da ganz hilfreich, denn der Hinweis stimmt. Diagnosen psychischer Störungen sind Konstrukte und diese Konstrukte werden im Konsens von Experten hergestellt und sie sind gültig, aber sie sind nicht auf ewig gültig, sondern für einen Zeitraum und zwar immer dann, wenn es Anlass dafür gibt, diese Konstrukte zu verändern, wenn es neue Erkenntnisse gibt oder es hat auch, das haben wir gesehen,
bei der Entwicklung des DSM-5, auf den ich noch zu sprechen komme, wenn die Macht von bestimmten Gruppen innerhalb der Psychiatrie zugenommen hat und sie ihren Einfluss dahingehend ausüben können, dass Konstrukte so verändert werden, dass der Einfluss dieser Fachgruppe wächst. Grundsätzlich aber noch einmal festgehalten, psychiatrische Diagnosen sind Konstrukte, die in erster Linie auf beobachtbarem Verhalten beruhen und es geht um ein Verhalten, was als nicht normal klassifiziert wird und, das ist das Entscheidende, ein Verhalten, was damit einhergeht, dass es den Menschen nicht gut geht. Alan Francis, ein Psychiater oder der Psychiater, der den amerikanischen Diagnosenkatalog DSM-4 entwickelt hat. Er war der Leiter der Arbeitsgruppe, die diese Aufgabe hatte, hat völlig zu Recht gesagt, Mental disorders don't really live out there, waiting to be explained. They are constructs we have made up and often not very compelling ones. Also mentale Störungen, psychische Störungen sind nicht naturgegeben und es handelt sich um Konstrukte, die nicht immer besonders überzeugend sind. Es gibt zwei Kataloge, in denen Krankheiten festgehalten werden. Der internationale Katalog von Krankheiten der ICD, herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation, ist der einflussreichste Katalog. Hier werden alle nur denkbaren Krankheiten und Störungen erfasst und mit einem Code versehen. Und dieser Code gilt weltweit für Statistiken, Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken, für die Forschung und im deutschen Gesundheitswesen zum Beispiel für die Abrechnung von Leistungen im Rahmen von SGB V. Die Bedeutung des ICD liegt darin, dass auf die Weise Gesundheit, Gesundheitsstörungen, Krankheiten weltweit einheitlich erfasst werden und die Wissenschaftler und auch die Ärzte sozusagen mit einer Sprache sprechen. Ein weiterer Katalog ist das Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders, DSM, herausgegeben von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft. Das ist eine Fachgesellschaft, die sich in den 1940er Jahren der Aufgabe angenommen hat, gewidmet hat, die psychiatrischen Störungen in einen Katalog zu bringen, sie zu beschreiben und nachvollziehbar zu machen. Es handelt sich um einen Katalog, in dem Definitionen, die Diagnostik und die Kodierung psychischer Erkrankungen vollzogen wird. Bemerkenswert oder anmerkenswert ist, dass es sich um eine Fachgesellschaft handelt, die diesen Katalog entwickelt aus eigenem Antrieb und sozusagen die Autorität nicht annähernd so hoch ist wie die der Weltgesundheitsorganisation, aber aus historischen Gründen diese Fachgesellschaft eine hohe Autorität gewonnen hat und die Weltgesundheitsorganisation in ihrer Klassifikation sich dieser Ordnung von Krankheiten anschließt. Sie übernimmt in einer zumeist leicht modifizierten Form. Genau dies ist im Moment der Fall bei der Entwicklung des ICD-11. Im Moment gilt der ICD-10 aus dem Jahr 1990 und ICD-11 ist in Sichtweite. Die Art und Weise, wie Diagnosen in der Psychiatrie erstellt werden, können Sie hier am Beispiel der Depression sehen, der depressiven Episoden. Ich habe diese Abbildung entnommen der nationalen Versorgungsleitlinie Unipolare Depression. Ich empfehle sehr, dem Link hier einmal zu folgen und den Abschnitt über die Diagnostik sich durchzulesen. Sie sehen, dass hier Hauptsymptome definiert sind, drei Hauptsymptome, die, wie gesagt, beobachtbar sind, beobachtbares Verhalten. Und diese Hauptsymptome werden als vorhanden oder nicht vorhanden festgestellt. Und je nach Anzahl der vorhandenen Hauptsymptome wird die Diagnose gestellt. Depressive Episode. Darüber hinaus gibt es Zusatzsymptome, 7 Stück an der Zahl, die mit einbezogen werden. Und die Dauer des Vorhandenseins der Symptome spielt eine Rolle. Und in der Folge wird die depressive Episode
eingeordnet in Schweregrade, leicht, mittelgradig und schwer. Dann werden körperliche Symptome, somatische Symptome und psychosomatische Symptome hinzugezogen und die Diagnose depressive Episode gestellt. Verlaufsaspekte spielen eine Rolle für die dann einzusetzende Diagnoseziffer des ICD. Diese Art, Diagnosen zu stellen, ist entwickelt worden im Rahmen des DSM-4, der vierten Version des amerikanischen Manuals, und zwar als Folge einer Studie aus dem Jahr 1971, als Folge dieser Studie, aber auch weiterer Beobachtungen, die gezeigt haben, dass hier etwas grundlegend nicht in Ordnung war mit der Psychiatrie. Die Studie von Kendall aus dem Jahr 1971 bestand darin, dass Psychiater einen Film vorgeführt bekamen von einem Patienten, der interviewt wurde, ein diagnostisches Interview. Und nach Betrachten dieses Interviews haben 69% der amerikanischen Psychiater die Diagnose Schizophrenie gestellt, 2% der britischen Psychiater die Diagnose Schizophrenie, andererseits Persönlichkeitsstörungen diagnostizierten 8% der amerikanischen Psychiater, aber 75% der britischen Psychiater. Also das ist ein erschütterndes Ergebnis gewesen. Das, was man als Inter-Rater-Reliabilität bezeichnet, ist niedrig. Das heißt, zwischen den Beobachtern bestand wenig Einigkeit in der Diagnose. Und ganz offensichtlich war die Diagnose hier mehr vom Arzt, der Ärztin abhängig, als von der Patientin bzw. dem Patienten und den Symptomen. Das hat sich sicherlich zum Besseren gewandelt durch DSM-4, DSM-5 und die präziseren Kriterien für die Diagnosestellung, wie gerade eben bei der Depression gestellt. Trotzdem sollte man sich immer vor Augen halten, dass psychiatrische Diagnosen nie präzise sein können. Und es gibt eine Tendenz auch in der Psychiatrie, sich weniger auf die Diagnosen zu stützen, sondern auf die Folgen bzw. auf die Probleme, die die Menschen im Leben haben, die Störungen, dass also in erster Linie es um das Störungsbild geht und weniger darum, jetzt jedem Patienten eine Diagnose anzuheften oder mehrere Diagnosen. Man muss auch sagen, dass die Diagnosen in der Psychiatrie auch heutzutage sich durchaus überlappen. Eine absolut lohnende Vertiefung des Themas psychiatrische Diagnosen ist das Buch von Alan Francis, den ich schon erwähnt hatte. Auf Deutsch heißt das Buch Normal gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen. Er ist derjenige, der die vierte Version des amerikanischen Manuals entwickelt hat. Die Leitung hatte bezüglich der Entwicklung, der die Arbeitsgruppen angeleitet hat und auch im Zaum gehalten hat und hier versucht hat, die Ausweitung der Diagnosen in Grenzen zu halten. Das ist das, was bei DSM-5 offensichtlich nicht geschehen ist. Dort sind viele Grenzen erweitert worden mit fraglichem Nutzen für die Patienten. Und Alan Francis als jemand, der die Innenwelt der psychiatrischen Diagnosendefinitionen kennt, hat hier ein sehr kluges Buch geschrieben, ein sehr sachliches Buch bezüglich der Art und Weise, wie psychiatrische Diagnosen zu stellen sind, wie sie zu entwickeln sind, wie sie zu definieren sind.